Hier wird tatsächlich mal die Bank gesprengt. Zumindest das Gebäude, in dem Glücksritter früher Roulette und Blackjack frönten. Das Trump Plaza Hotel und Casino in Atlantic City wurde 1984 vom damaligen Immobilienunternehmer und heutigen Ex-US-Präsidenten Donald Trump eröffnet. 2009 ging das Etablissement aber pleite. Trumps Name blieb dem Casino im Rahmen einer Lizenzvereinbarung erhalten, bis der Amüsiertempel 2014 schließen musste. Seitdem nahmen viele das Gebäude an der Strandpromenade von Atlantic City als Schandfleck wahr. Am Mittwoch hieß es für Trumps ehemaliges Glücksspielparadies nun, nichts geht mehr. Nach 7 Sekunden war alles vorbei.